Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Im ersten Teil habe ich hier erklärt, wie der C41-Prozess bei Raumtemperatur eingesetzt werden kann. Dazu verwende ich dieses DigiBase Ready-to-Use-Kit. Das geht natürlich auch mit jedem anderen C41-Verfahren, beispielsweise Tetanal oder selbst Mischungen. Im ersten Teil haben wir den Farbfilm entwickelt, ihr habt die Ergebnisse gesehen. Heute wollen wir live einen chromogenen Schwarz-Weiß-Film entwickeln, der auf der gleichen Basis beruht wie ein Farbfilm, nur dass hier ein Farbstoff vorhanden ist und nicht drei Farbstoffe. Dieser Ilford-Film hat viele Vorteile, dazu werde ich einen eigenen Beitrag gestalten. Der Prozess läuft genauso ab wie mit einem C41-Farbfilm. Die Filme können auch untereinander gemischt werden und hintereinander oder zusammen entwickelt werden. So, schauen wir uns mal die Entwicklung im Detail an. Nur noch ganz kurz für die, die den ersten Teil nicht gesehen haben. Das ist die Änderung der Entwicklungszeit mit abnehmender Temperatur, hier die Zeit in Minuten. Der Standardprozess in C41 findet bei 37,8 Grad statt und dauert 3 Minuten 10 Sekunden, 3 Minuten 15 Sekunden. Wir wollen hier oben bei Raumtemperatur irgendwo zwischen 20 und 25 Grad entwickeln. Das heißt, wir bewegen uns zwischen 13 Minuten und 21 Minuten. Die genaue Zeit bestimmen wir, wenn wir nachher die Temperatur des Entwicklers gemessen haben, mittels der Formel hier oben. Im ersten Video erklärt, verwende ich den Entwickler von DigiBase, bestehend aus einem Entwickler, einem Bleichbad und einem Fixierbad. Benötigt wird auch demineralisiertes Wasser. Beides habe ich jetzt mehrere Stunden in einem Raum temperiert, so dass alles die Raumtemperatur angenommen hat. Ich messe dies jetzt im Entwickler einmalig und gehe dann davon aus, dass das in allen anderen Flüssigkeiten dieselbe Temperatur hat. Also, ich messe jetzt hier 25 Grad. Bevor wir mit der Entwicklung beginnen, muss der Film vorgewässert werden. Bitte vergewissert euch, welches Volumen ihr braucht. Als Timer habe ich hier mein Smartphone. Ein Timer befindet sich auf jeder Smartphone-Uhr. Das Vorwässern dauert genau 3 Minuten. Dose einmal kippen, zweimal kippen, aufschlagen, die Zeit starten. Während jetzt gewässert wird, füllen wir uns schon den Entwickler ein. 260 ml passen in meine Dose. Ich gebe etwas mehr ein, um auch sicher zu sein, dass die Filmspirale und der Film damit voll abgedeckt ist. Stellt euch die Tüten, Entwickler, Bleichbad und Fixierbad in dieser Reihenfolge ineinander, so passieren auch keine Verwechslungen. Die Zeit der Vorwässerung ist jetzt abgelaufen, wir gießen das Wasser weg. Wichtig dabei ist, dass die Dose leer ist, denn sonst wird der Entwickler verdünnt und wir wollen den ja noch für weitere Filme verwenden. Wir stellen unseren Timer auf 13 Minuten, die Zeit, die wir für die Entwicklung ausgerechnet haben, und drücken Starten beim Eingießen. Ab jetzt wird alle 30 Sekunden gekippt.
Während dieser Zeit reinigen wir uns schon unser Messzylinder, unseren Messbecher mit Wasser. Und füllen das Bleichbad ein. Weiter passiert hier nichts, außer dass wir jetzt alle 30 Sekunden weiter kippen. Wir spulen dann jetzt mal vor. Das Bleichbad, welches wir abgefüllt haben, stellen wir kurz zur Seite. Die Entwicklung ist auch gleich zu Ende. Zunächst müssen wir zwischenwässern, um die Entwicklung zu stoppen. Wir müssen also gleich, wenn die Zeit abgelaufen ist, den Entwickler sehr schnell in diesen zweiten Messbecher einfüllen und durch das Wasser ersetzen. Das Wasser für das Zwischenwässern ist natürlich auch wieder unser demineralisiertes Wasser. Jetzt gleich kommt die letzte Kippbewegung. Wir können die Dose dann schon mal öffnen. Und füllen den Entwickler zunächst in den zweiten Messbecher. Schnell das Wasser, damit die Entwicklung gestoppt wird. Die Zwischenwässerung dient auch dazu, das Bleichbad für weitere Entwicklungen zu schonen. Das gießen wir jetzt auch wieder weg. Auch hier bitte das Wasser möglichst vollständig entleeren. Entwickler zur Seite. Bei dem Bleichbad sind auch die unterschiedlichen Zeiten für die Temperaturen aufgetragen, bei 25 Grad 6 Minuten gleichen. Auch wieder mit 30 Sekunden Kipprhythmus. In der Zwischenzeit, wie gehabt, den Messbecher vom Bleichbad reinigen. Den Entwickler werden wir jetzt wieder zurückfüllen. Dazu verwenden wir einen Trichter. Der muss genau hier reinpassen. Wenn ihr mehrere Messbecher verwendet, könnt ihr euch das Rückfüllen natürlich bis zum Schluss aufheben. So, die Luft jetzt aus dem Beutel rausdrücken, bis ihr die Flüssigkeit oben seht, den Entwickler zuschrauben. Das war's, Entwickler nach hinten stellen. Das Fixierbad wird nachher im Anschluss direkt
ans Bleichbad eingefüllt, ohne weitere Zwischenwässerung. Auf dem Fixierbad sind für 25 Grad 7 Minuten angegeben. Es muss ebenfalls im 30 Sekunden Kipprhythmus gekippt werden. Gleich ist es soweit. Wir füllen also das Bleichbad in den Zwischenmessbecher ein, der gereinigt worden ist. Und unmittelbar danach das Fixierbad. Und füllen das Fixierbad ein. Wieder mit 30 Sekunden Kipp. Jetzt wie gehabt das Bleichbad zurückfüllen. Nach hinten stellen. Weiter geht's in 5 Minuten. So, die Fixierung ist gerade abgelaufen. Das können wir in den originalen Messbecher zurückfüllen, weil anschließend nur noch die Wässerung kommt. Gewässert wird insgesamt 8 Mal. Unter Dauerkipp je eine Minute. Ich spüle kurz den Deckel ab, weil da wieder sehr viel Fixierer dran ist. Und starte. Das wiederhole ich jetzt 8 Mal eine Minute lang. Bei der letzten Wässerung wird Netzmittel zugegeben, damit der Film zum Brocken aufgehängt werden kann. Da werde ich euch auch noch einen Trick zeigen, wie man kratzerfrei trocknet. Wir haben jetzt das 8. Mal je eine Minute gewässert und setzen ein Netzmittel ein, was wir auch in der Schwarz-Weiß-Filmentwicklung einsetzen. Das ist beispielsweise das Atox Adoflo. Es gibt andere, die genauso gut sind. Hiervon einen kleinen Spritzer. Dass die Filmspule benetzt wird. Ohne dass man den Film abstreifen muss oder mit den Fingern berühren muss, gibt es einen ganz einfachen Trick, wie ihr eure Filme schnell trocken bekommt. Besorgt euch eine Salatschleuder, beispielsweise diese hier, IKEA 5 Euro, eine leere Spule als Gegenwicht, einen Bleistift oder einen Kuli, um die beiden Spulen miteinander zu verbinden, legt dies in die Salatschleuder und fangt an zu schleudern. So, wenn ihr jetzt einige Umdrehungen gefahren habt, öffnet ihr die Salatschleuder, holt es raus, dreht die Spule einmal um und wiederholt den Vorgang. Das Resultat ist ein fast schon trockener Film, der immer noch auf der Spule ist, ohne dass ihr diesen anfassen musstet. Weiter geht's im Bad. Hallo, da bin ich wieder aus dem Badezimmer zurück.
So, das war ja gar nicht so schwer. Und ich denke, ihr habt auch gesehen, das ist auch nicht mehr als Schwarz-Weiß-Filmentwicklung im klassischen Sinne. Diesen Ilford XP2 400 Super haben wir jetzt entwickelt. Er trocknet gerade. Sobald die Trocknung fertig ist, werde ich ihn schneiden und für euch einige Scans machen, die im Anschluss an diesen Film kommen.